select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Florian, du hast gerade zu mir gemeint, in der Situation kannst du nicht über deinen Wechsel zum ATSV Mutschelbach sprechen. Dann erzähl mir mehr über die Situation. Ja, ich denke, es ist klar, es ist langsam wirklich eine kritische Situation. Wir haben zwar noch Spiele weniger, aber wir müssen jetzt endlich punkten. Ich denke, die Mannschaft hat heute eine deutliche Reaktion gezeigt. Es war bitter heute, wir hätten uns bestimmt heute einen Punkt verdient. Mindestens einen Punkt verdient. Und ja, jetzt heißt es weiterzuarbeiten und an guten Sachen aufzubauen. Letzte Woche standest du noch auf dem Aufstellungszettel. Jetzt bist du verletzt. Kannst du da mehr dazu erläutern? Ja, ich habe mich vor dem Spiel gegen Waldorf beim Warmmachen verletzt. Ich hoffe, dass ich diese Woche noch ins Training wieder einsteigen kann, dass ich der Mannschaft auch wieder weiterhelfen kann. Aber muss man mal schauen, wie sich diese Woche noch ergibt. Es ist durchaus möglich, dass ich vielleicht morgen sogar wieder voll ins Training einsteigen kann. Ein paar Worte zum Spielverlauf heute. Im Grunde hast du es schon angesprochen, es war eine bessere Vorstellung als gegen Astoria Waldorf. Ja, ich denke, Göppingen ist eine gute Mannschaft. Trotz allem muss man sagen, so ein Tor wie es 1-0, das bekommt man wahrscheinlich einmal in zwei Jahren. Bogenlampe aus 35 Meter, war ein richtiger Sonntagsschuss. Ich denke aber, die Mannschaft hat richtig gut gekämpft und auch in der ersten Halbzeit dann das Heft in die Hand genommen. Verdienter Ausgleich meiner Ansicht. Ja, und in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir das Spiel bestimmt. Müssen vor dem 2-1 gegen uns selber in Führung gehen. Ja, aber wie es halt im Moment so ist, da wird jede Chance, die wir nicht nutzen, wird bestraft. Du hast es gesagt, die Lage ist kritisch. Was kann man tun? Ja, was kann man tun? Wir arbeiten sehr hart innerhalb von der Mannschaft im Training. Ich denke, wir müssen einfach weiter so machen im Training und müssen alles reinhauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann auch da rauskommen bzw. draußen bleiben. Am Samstag geht es weiter gegen Villingen. Was meinst du, wie kann man diese Aufgabe lösen? Wir werden morgen wieder ein gutes Training machen und der Trainer wird uns auf das Spiel vorbereiten. Ist natürlich ein sehr schweres Spiel. Villingen ist eine richtig starke Mannschaft, vor allem zu Hause. Aber ich denke, wir können auf der Leistung heute auf jeden Fall aufbauen und dann fahren wir dorthin und nehmen die Punkte mit. Florian, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir viel Erfolg und vielleicht reden wir irgendwann mal über deinen Wechsel. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.